und herzlich willkommen zur neuen Videoreihe von Altmann Schmidt. Im Folgenden möchten wir gerne die jeweilige Entscheidung des Monats aus unserer Examens- und Ausbildungszeitschrift der Rechtsprechungsübersicht, kurz RÜ, besprechen. Die Videobesprechung gibt es in Zukunft zu wechselnden Rechtsgebieten. Im Januar 2018, also nun, ist es eine BGH-Entscheidung aus dem Strafrecht zu den Voraussetzungen der Notwehr. Das Aktenzeichen sehen Sie hier oben eingeblendet. Beginnen wir direkt mit dem Sachverhalt. Die Jäger A, das ist der spätere Täter, und G, das spätere Opfer, treffen auf einem Feldweg aufeinander. A war depressiv und alkoholisiert, allerdings in seiner Schuldfähigkeit nicht beeinträchtigt. Er saß mitten auf dem Feldweg und schlief. Da A vorhatte, sich umzubringen, hatte er eine geladene Pistole bei sich. Die Anwesenheit des A hinderte den G, der gerade von der Jagd kam, mit seinem Wagen an A vorbeizufahren. G stieg aus, weckte den A mit einem Tritt und forderte ihn mit unfreundlichen Worten auf, sich zu entfernen. A trat G ins Gesäß und beschimpfte ihn. Wütend über das Verhalten des A holte G seine Jagdflinte von der Rückbank seines Wagens. Die Flinte war zwar nicht geladen, konnte aber durch Einlegen der in der Jackentasche mitgeführten Munition jederzeit schussbereit gemacht werden. Aus Angst vor einem Angriff des G sprühte A ihm Pfefferspray ins Gesicht. Davon unbeeindruckt griff G zu seinem Gewehr und drehte sich, das Gewehr in Hüfthöhe haltend und auf A gerichtet, zu A um. Verängstigt schoss A nun zweimal aus einer Entfernung von 4 Metern ohne Tötungs- und Verletzungsvorsatz in Richtung des G, wobei er ihn mit einem Schuss am Oberarm traf. G hantierte gleichwohl weiter an seinem Jagdgewehr, um es zu laden. A gab noch einen Warnschuss in die Luft ab. Auch hierauf zeigte sich G unbeeindruckt. A war nun völlig panisch, denn er befürchtete, G hätte seine Flinte bald geladen und würde auf ihn schießen. Weil er keinen anderen Ausweg mehr wusste, schoss er gezielt auf den Oberkörper des G. Der Schuss traf G in die Brust, was diesen dennoch zunächst nicht erschütterte. A schoss noch einmal, nun ins Bein des G. Jetzt hielt G aufgrund der Trefferwirkung inne und ließ das Gewehr sinken. A erkannte, dass G infolge der Schussverletzung handlungsunfähig war und nahm G die Flinte ab. Er entfernte sich, ohne Hilfe zu verständigen oder selbst Hilfe zu leisten. Dass G sterben könnte, war ihm gleichgültig. G starb an den Folgen des Schusses in die Brust. Bei zeitnaher medizinischer Versorgung wäre er gerettet worden. Wie hat sich A strafbar gemacht? Die Paragraphen 185 und 223 StGB sind nicht zu prüfen. Damit geht es um Tötungsdelikte, Aussetzung und schließlich hier die unterlassene Hilfeleistung. Kommen wir zur Lösung. Zunächst kommt eine Strafbarkeit nach § 212 Absatz 1 StGB wegen Totschlags in Betracht. Der objektive Tatbestand ist durch den vierten Schuss zweifelsfrei erfüllt. Auch handelte A zumindest mit Dolus Eventualis, da er bei einem Schuss auf den Oberkörper aus einer lediglich kurzen Distanz mit einer tödlichen Verletzung rechnen musste. Auch auf das Ausbleiben des Erfolges durfte er hier nicht vertrauen. Viel problematischer ist hier allerdings die Frage, ob der A denn auch rechtswidrig handelte oder aus Notwehr gemäß § 32 StGB gerechtfertigt war. Dafür müsste zunächst eine Notwehrlage vorgelegen haben, die zumindest im Hinblick auf das Vorliegen eines Angriffs durch den G unproblematisch erscheint. Fraglich ist allerdings, ob der Angriff auch gegenwärtig war. Und das ist deshalb hier fraglich, weil der G seinerseits nach allgemeinen Versuchsregeln eben noch nicht zur Tötung unmittelbar angesetzt hatte, denn er musste das Gewehr erst natürlich hier noch schussbereit machen. Diesen Punkt hat der BGH besonders herausgearbeitet, denn er ist die erste Weichenstellung in unserem Fall. Bei Verneinung hätte allenfalls eine sogenannte Präventivnotwehr vorgelegen, diese aber hätte A allenfalls gemäß § 35 StGB entschuldigt und dann wäre für das spätere Unterlassen eine Garantenstellung aus Ingerenz gegeben. Der BGH führt zur Gegenwärtigkeit des Angriffs aus. Der Angriff beginnt, wenn der Angreifer unmittelbar zu diesem ansetzt, also mit einem Verhalten, das unmittelbar in die eigentliche Verletzungshandlung umschlagen soll. Bei einem vorsätzlichen Angriff ist dies die Handlung, die dem Versuchsbeginn unmittelbar vorgelagert ist. Dass sich der G noch im Vorbereitungsstadium befand, spielt hier also eigentlich gar keine Rolle.
Aufgrund der nur kurzen Zeitspanne bis zum Laden der Flinte war nämlich schon in diesem Zeitpunkt eine akute Bedrohung gegeben und der Angriff somit gegenwärtig. Er war auch rechtswidrig, da der G seinerseits nicht gerechtfertigt war. Sodass wir nun zur Frage kommen, ob der gezielte Schuss auch als Verteidigungshandlung erforderlich war. Hier stehen wir vor einer weiteren Weiche in unserem Fall. Bei Verneinung der Notwehr wäre der A nur entschuldigt, und zwar aus einem intensiven Notwehrexzess nach § 33 StGB. Den hat der BGH übrigens hier auch hilfsweise bejaht. Aber dann wäre der A doch wieder aus Ingerenz verpflichtet gewesen, das Leben des G zu retten. Grundsätzlich wird beim Einsatz lebensgefährlicher Werkzeuge und Waffen die Einhaltung der Drei-Stufen-Folge verlangt und eine lebensgefährliche Verletzung erst als letztes Mittel erlaubt. A hat hier zwar vorher Warnschüsse abgegeben, dann aber eben doch gezielt geschossen. Auch dazu nimmt der BGH Stellung. Der Angegriffene muss auf weniger gefährliche Verteidigungsmittel nur zurückgreifen, wenn deren Abwehrwirkung unzweifelhaft ist und ihm genügend Zeit zur Abschätzung der Lage zur Verfügung steht. Die mildere Einsatzform muss im konkreten Fall so hohe Erfolgsaussichten haben, dass dem Angegriffenen das Risiko eines Fehlschlags und der damit verbundenen Verkürzung seiner Verteidigungsmöglichkeiten zugemutet werden kann. In der vorliegenden zugespitzten Situation war nach Auffassung des BGH also keine Handlungsalternative für A mehr gegeben. Der lebensgefährliche Schuss war damit das einzige zumutbare Mittel, um den Angriff sicher zu brechen. Die Notwehrhandlung war damit in der konkreten Kampflage erforderlich. Im Rahmen der Gebotenheit könnte man eine Notwehrbeschränkung durch Provokation des Angriffs noch in Betracht ziehen, weil der A durch seine Tritte die Eskalation der Lage ja auch mitverursacht hatte. Diese Tritte waren aber nur eine adäquate Reaktion auf die Tritte des G. Eine solche provozierte Provokation beschränkt das Notwehrrecht nicht. Schließlich handelte A auch mit Verteidigungswillen, sodass damit die Voraussetzungen der Notwehr gemäß § 32 StGB vorlagen und A gerechtfertigt handelte. Eine Strafbarkeit wegen Totschlags nach § 212 Absatz 1 StGB durch die Abgabe des Schusses war also zu verneinen. Überdies kam hier aber auch noch eine Strafbarkeit nach § 212 Absatz 1 und 13 StGB, nämlich wegen Totschlags durch Unterlassen in Betracht. Dies setzt voraus, dass A Garant für das Leben des G war. Und da kam an dieser Stelle hier eigentlich nur die Ingerenz in Frage. Ingerenz setzt aber gefahrerhöhendes und rechtswidriges Vorverhalten voraus. Der aus Notwehr gerechtfertigt Handelnde wird dadurch nicht zum Garant für Leib und Leben des Angreifers. Wegen seiner Rechtfertigung aus Notwehr war damit auch der A nicht erfolgsabwendungspflichtig, hier im Sinne des § 13 StGB. Der BGH verneint deshalb eine Strafbarkeit wegen Totschlags durch Unterlassen. Als schwächeres Unterlassungsdelikt war hier so dann noch die Aussetzung mit Todesfolge, qualifiziert nach § 221 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 und dem § 18 StGB anzusprechen. Hier kamen dafür zwei Anknüpfungspunkte in Betracht. Zum einen nach Nummer 1 das Versetzen in eine hilflose Lage. Diese Tathandlung war durch die Abgabe des lebensgefährlichen Schusses auch tatbestandlich erfüllt. Da aber sogar die Verursachung des Todes aus Notwehr gerechtfertigt war, wie bereits oben geprüft, rechtfertigt der § 32 StGB hier erst recht die konkrete Gefährdung. Auf der anderen Seite, durch seine Untätigkeit, danach hat der A den G zwar in einer hilflosen Lage zurückgelassen und hier im Sinne des § 221 Absatz 1 Nummer 2 StGB, dies setzt aber weiterhin voraus, dass A gegenüber G auch eine Obhutspflicht gehabt hat. Diese Obhutspflicht ist deckungsgleich mit der Garantenstellung im Sinne des § 13 StGB. Und wie wir oben allerdings bereits festgestellt haben, lag für A keine Garantenstellung vor, sodass eine Strafbarkeit wegen Aussetzung mit Todesfolge auch im Ergebnis abzulehnen war. Abschließend mussten Sie hier noch auf den § 323c Absatz 1 StGB eingehen, eben die unterlassene Hilfeleistung. Die Verletzung des G stellte für A einen Unglücksfall dar und die Hilfe für G war auch erforderlich, möglich und dem A zumutbar. Auch einem vorher gerechtfertigt handelnden Täter ist es zumutbar, nach der Verteidigungshandlung Hilfe zu leisten, wenn von dem Angreifer keine Gefahr mehr ausgeht. Vorsatz, Rechtswidrigkeit und Schuld lagen vor.
Damit ist im Ergebnis festzustellen, dass ich A gemäß § 323c Absatz 1 StGB wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht hat. Abschließend haben wir für Sie hier noch einmal die Quintessenz der Entscheidung. Zunächst, ein gegenwärtiger Angriff im Sinne der Notwehr kann schon vor dem Versuchsbeginn des Angreifers vorliegen, nämlich schon dann, wenn der Angreifer mit der Handlung beginnt, die unmittelbar in die Verletzungshandlung umschlagen soll. Der Notwehrübende muss beim Einsatz einer lebensgefährlichen Waffe die Drei-Stufen-Folge nur einhalten, wenn Warnung und möglichst schonender Einsatz vor einem tödlichen Einsatz den Angriff so sicher brechen können, dass dem Angegriffenen das Risiko eines Fehlschlags und der damit verbundenen Verkürzung seiner Verteidigungsmöglichkeiten zumutbar ist. Damit sind wir am Ende der Besprechung angelangt. Fälle wie dieser hier sind geradezu prädestiniert für Examensklausuren, sodass sich die Nacharbeit anhand der kompletten Bearbeitung in der RÜ in jedem Fall lohnt. Wir hoffen, die Kurzbesprechung hat Ihnen gefallen und danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.